1. Wer sich auf eine Reise begibt, setzt den eigenen Körper in ein bewegtes Verhältnis zu einer als statisch gedachten Umwelt. Manchmal frage ich mich, was geschehen würde, wenn sich diese Beziehung umdrehen ließe, wenn sich statt mir der Umraum in Bewegung setzen würde, wenn ich den aktiven Anteil am Prozess des Reisens an meine Umgebung abträte, wenn es nicht mehr mir obläge, meinen Standpunkt andauernd zu überprüfen und anzupassen, fiele es mir dann leichter, von mir abzusehen? 2. Wenn ein Gedicht explizite geografische Verweise, etwa in Form von Orts- oder Straßennamen, enthält, entsteht ein eigentümliches Gelenk zwischen einer textlichen und einer außerhalb des Textes geteilten Wirklichkeit. Ich erlebe das Vorhandensein dieses Gelenks bisweilen als ermächtigend. Plötzlich fühle ich mich in der Lage, eine Autorin oder einen Autor in Gedanken nach ihren oder seinen Erfahrungen an diesem Ort zu befragen. Sind sie wirklich dort gewesen? Wenn es sich um einen Ort handelt, den ich kenne, kommt es zu einem Abgleich der Wahrnehmungen, manchmal gar zu einem Austausch. 3. Nachdem ich 2016 einige sehr intensive Monate in der Stadt Lublin verbrachte, stieß ich immer wieder und auch zufällig auf Texte, die auf diesen Ort Bezug nehmen. Ich kann nicht beurteilen, ob zu Lublin mehr geschrieben wurde als zu anderen Städten. Ich habe das nicht überprüft. Ein Text, den ich sehr mag, handelt von einem Straßenlöwen, der bei Tag brüllt und nachts tief in einer länglichen Schneehöhle schläft und die Chronik im Traum hütet. Er stammt von Miron Białoszewski und ist, mitsamt einer Übersetzung von Dagmara Kraus, in dem 2012 erschienenen Auswahlband Wir Seesterne abgedruckt. 4. In einem Text, den Ricarda Veit eigens für unser Werkstatttreffen im März übersetzte, stellt der Lyriker Kacper Bartschak sein Konzept des Gedichts als einem sprechenden Organismus vor. Bartschak schlägt vor, die Sprache als Regulator der geistigen Arbeit zu betrachten, als eine Hälfte des Zugangs zur Realität, die in ständiger Abhängigkeit und Zusammenwirkung mit anderen Feldern bleibt. Andere, etwa physiologische, konzeptionelle, emotionale und affektive Sphären zeigten sich fortwährend verändernde Überschneidungsgrade mit der Sprache. Bartschak versucht, das Gedicht als einen Raum zu denken, in dem die verschiedenen Sphären miteinander in Austausch treten. Er schreibt, er habe das Gedicht als ein spezielles kommunikatives Ereignis behandelt, verbunden auch mit Zuständen, die eine andere Aufmerksamkeit und andere Sorge um das eigene Bewusstsein aufweisen. Eine Stadt als einen lebendigen Organismus zu betrachten, erscheint mir als eine interessante Übung. Und ich denke, in Lublin hatte ich viel Gelegenheit zu ihr. 5. Auf die Texte von Eugenius Kaczyszyndycki stieß ich erstmals in einem Lesebuch zum 19. Poesiefestival, das 2018 in Berlin stattfand. Ich hatte mir das Lesebuch von einer Freundin ausgeliehen, die Texte rasch gelesen und das Buch dann zurückgegeben. Im Kopf geblieben war mir vor allem, dass auch in Kaczyszyndyckis Texten die Stadt Lublin eine Rolle spielte. 6. Es sind bislang 3 Bände mit Texten von Eugenius Kaczyszyndycki in der Edition Korrespondenzen erschienen. Einer von ihnen ist eine vollständige Übersetzung seines 9. Gedichtbandes. Die anderen beiden bilden jeweils eine Auswahl aus seinem nunmehr 16-bändigen Gesamtwerk. Als ich vor einigen Wochen insbesondere die Texte aus dem Band Tumor Linguae sichtete, erschrak ich ein wenig. Die Faszination, die Kaczyszyndyckis Texte beim ersten Lesen auf mich ausgeübt hatten, war entschwunden und ich kam zu dem Schluss, dass ich damals nicht genau genug hingesehen hatte. Es dauerte eine Weile, bis ich mir eingestehen konnte, dass mir die Texte nicht sonderlich gut gefielen. Es war ein Umstand, der mich verunsicherte. 7. Eugenius Kaczyszyndycki, geboren 1962 in Wolkakrowicka, verbrachte im Rahmen seines Studiums einige Jahre in Lublin und lebt nun in Warschau.
In den von Michael Zgorzai und Uljana Wolf übersetzten Texten aus Tumor Linguae kehren bestimmte Figuren und Motive immer wieder. Die an Schizophrenie erkrankte Mutter, der sterbende und später verstorbene Freund Leszek, der durchtriebene und zugleich sehr ängstliche Vermieter Herr Gemler-Bobitzky. Die oft prosaisch anmutenden Momentaufnahmen handeln vom Alkoholtrinken auf Friedhöfen, vom Pinkeln auf Gräbern, von Bordellen oder den Zimmern von Freunden, die als Bordelle dienen. Der Stadt Lublin begegne ich in den Texten als einem Schlaflager, in dessen Luft ein Geruch von Urin liegt. Die wiederkehrenden Besuche sind durchzogen von Erinnerungen an den toten Freund Leszek. 8. Ob ich das Recht habe, mich über diese Gedichte ein wenig zu ärgern, frage ich mich. Und vieles spreche dagegen. Aber ich weiß nicht, wie ich über sie sprechen soll, ohne zu äußern, dass ich mich von ihnen in die Enge getrieben fühle. Hier ist mein Leid, scheinen sie zu sagen. Übe dich darin, es nachzuvollziehen. Am meisten verunsichert mich, dass entgegen der vom Titel behaupteten Wucherung die Sprache so statisch auf mich wirkt, dass die Versehrtheit und Destabilisierung von Körpern und Gebieten, die die Texte inhaltlich so sehr prägen, keine formalen Entsprechungen zu finden scheint. Die Nennung von Namen und Orten bleibt folgenlos. Es obliegt mir eine dahinterliegende Wirklichkeit auszumalen. In mir wächst der Eindruck, dass diese Texte keine sprechenden Organismen sind, sondern statische Dokumente, die in sich fortwährend wiederholenden Wendungen um die Themen Eros, Krankheit und Tod kreisen, fast so, als wäre es möglich, dass sie die Erfahrungen auf diese Weise von sich fernhalten. Dazu, dass ich mich in die Enge getrieben fühle, tragen auch die Texte bei, die sich im Medium des Gedichts selbst reflektieren. Wozu brauchst du mein Buch, wenn du im Grunde alles hast? Tod, Krankheiten, schließ dich lieber ein und beginne mit mir keinen Diskurs über unsere Sprachlosigkeit, heißt es in einem Gedicht. Michael Zgorzai sieht in seinem Nachwort in dieser Stelle eine Figur des Understatements, aber ich muss sagen, dass es mir nicht leicht fällt, der hier formulierten Aufforderung zu begegnen. Wenn ich ihr nachkommen und das Buch zuklappen würde, käme ich einem explizit geäußerten Wunsch der hier sprechenden Instanz nach, wenn ich weiterlese, einem heimlichen. Was aber, wenn ich mich gänzlich distanzieren wollte? 9. Was nicht heißt, dass ich mit diesen Texten schon fertig bin. Ich bewege mich gegen sie wie durch einen Raum, aus dem ich gerne etwas mitnehmen würde. Die Stimme des Autors singt die Texte wie Wiegenlieder, die mich um den Schlaf bringen könnten. Mein Körper ist immer auf Reisen, heißt es in einem der Texte. Und ich denke, mein Körper ist immer auf Reisen. Die Fotos für diese Arbeit stellte mir Ulrike Grosser zur Verfügung. Ich möchte mich dafür und auch für zahlreiche Gespräche herzlich bedanken. Thank you.